Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen spannenden Folge mit dem Metalldetektor. Wir sind heute gemeinsam mit dem Metalldetektor auf dieser Wiese, so links neben mir, unterwegs. Es ist eine sehr interessante Wiese. Bislang haben wir auf dieser Wiese sehr, sehr viele Abzeichen und Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wir konnten uns bislang noch nicht erklären, was hier so viele Abzeichen verloren haben. Vielleicht hat es hier jemand einfach entsorgt oder keine Ahnung, was hier los war. Gute Frage. Vielleicht war hier aber auch mal ein kleines Zeltlager, was auch immer. Genau. Ansonsten, ich bin mega gespannt auf die Fläche. Wir gehen drauf. Ich hoffe natürlich wieder auf ein, zwei Abzeichen. Wenn euch die Folge gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen und schaut auch gerne mal nach, ob ihr bereits Abonnenten von diesem YouTube-Kanal seid. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Wir legen los! So Leute, erstes gutes Signal auf der Fläche ist schon 72 bis 75, ist ein guter Wert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, wir haben es draußen. Müsste hier irgendwo sein. Mal gucken. Ah, ich habe es wieder reingeworfen. Sehr gut. Ja. Ja. Hier ist es. Ah, irgendwas Kleines. Ah, unsere erste Münze. Tatsächlich, ja, wieder reingefallen. Aber ich zeige es euch schnell in der Nähe. Unser erster Münzfund ist ein Reichspfennig. Komplett deformiert. Ich weiß nicht, ob ihr es so ein bisschen seht. Also es ist keine glatte Münze. Die ist ein bisschen verbogen. Genau. Aber unser erster guter Fund auf der Fläche ist schon eine Münze. Unser erster Reichspfennig. Jawohl. Meter weiter, das nächste Signal ist ein 86-87er Leitwert. Könnte jetzt rein theoretisch Alumüll sein, vielleicht aber auch Alumünzen, 50 Reichspfennige beispielsweise oder 50 Pfennig, sich Regen bringt Segen oder was dergleichen oder einfach nur Müll. Aber wir sehen es gleich, wir holen es jetzt eh raus. So. Naja, wir haben es in der Hand. Und hier ist es. Es ist ein aufgeschlagenes Geschoss, war es gerade. Jetzt ist es weg, hier ist es. Ein aufgeschlagenes Geschoss. Ja gut. Hat halt irgendwo sein Ziel getroffen, vermutlich. Nehmen wir mit. Nächster Wert ist hier. Springt ein bisschen, also so schwanken zwischen 68 und 83. Opa. Ja, jetzt ist er deutlich besser, jetzt ist er bei konstanten 75. Okay, mal gucken. Ja. Okay, hier ist es drin, im Aushub. So, ja, ja, hier ist es. Ja. Wo versteckst du dich? Ah, hier. Okay, nächster Fund ist tatsächlich kein Müllfund, ist eine sogenannte Bleiplombe. Ich zeige sie euch. Und hier haben wir sie auch schon, eine sogenannte Bleiplombe. War früher an Säcken befestigt, wie unter anderem Salzsäcken oder Tüchern. Genau. Ja, nächster Fund, eine Bleiplombe. Jawollo. So Leute, nächster Wert ist hier. Springt auch wieder zwischen 64 und 72. So, mal gucken, was mir jetzt Schönes aus dem Boden holen. Ich hoffe, was Gutes. Kein Müll. Ja, hier piepst es auch schon. Ja, hier ist es. Okay, hier. Ja, ja doch, ich hab's erwischt. Und es ist draußen und was ist das? Ui, es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Und es sieht verdächtig nach Silber aus. Oh mein Gott. Und es ist tatsächlich eine Silbermünze und anscheinend hat die der Pflug erwischt, weil hier so ein kleiner Cut drin ist. Ach, wie ärgerlich. Eine kleine, feine, hoppala, komm her. Ich will dich drehen. Dreh dich. Kleine, feine Silbermünze. Ach, Manno. Ah, die wäre so schön gewesen und die Prägung wäre auch... Ah, die hat der Pflug erwischt. Ärgerlich. Ja, Leute, nächster Fund, ein Kreuzer. Eine Silbermünze. Ja. Die ist halbwegs fertig, leider. Aber sie ist noch zusammen, das ist schon mal gut. Aber die wäre so schön gewesen. Naja, nächster Fund, eine Silbermünze. Nehmen wir mit. So, Leute, nächster Wert.
Ist hier, ist ein 77er Signal. Das könnte jetzt wiederum ein Knopf sein vielleicht. Mal schauen. Ah, ich sehe schon. Ist es das? Hier ist es. Es ist tatsächlich wieder eine Münze. Coole Nummer. Wir gucken sie uns an. Und zwar eine ganz besondere Münze. Tatsächlich habe ich die noch nicht in meiner Sammlung. Ein Pfennig von 1805. Wow, schön. Die habe ich echt noch nicht in meiner Sammlung. Cool. Drehen wir mal schnell. Augenblick. Entschuldigung für die Kameraqualität. Jetzt wird es besser. Geil. Habe ich tatsächlich noch nicht. Sehr, sehr schöner Pfennig ist das. Sehr, sehr schöner Pfennig. Kann man nichts sagen. Schön. Von 1805. Geile Quality. Nehmen wir mit. So Leute, jetzt haben wir mal wieder ein gutes Signal. Es schwankt ziemlich stark. Also mal gucken. Wir stechen das Ganze jetzt auch mal sauber aus, dass wir da nichts beschädigen, wenn es was Gutes sein sollte. Wenn es Müll ist, ist es halt dann wieder schwierig. Aber vielleicht haben wir Glück und es ist was Gutes. So sticht man eigentlich, Leute, die Löcher aus, sauber und ordentlich, sodass man es auch später wieder zumachen kann. Aber, ja, ist ja nicht immer so. Ist immer situationsabhängig. Mal schauen. Ja, ist es hier? Ist es hier irgendwo? Ja, hier ist es jetzt nicht mehr. Hier ist es. Ja, das ist es. Ha! Es ist ein Abzeichen, Leute. Es ist ein Abzeichen. Tatsächlich. Jawollo. Und auch noch ein schönes, glaube ich. Wir gucken uns das Teil mal an. Ich mache mal kurz sauber mit der Bürste Augenblick. Und dann schauen wir es uns aus der Nähe aus an. Ja, es ist ein Abzeichen vom Zweiten Weltkrieg. Es ist ein Abzeichen. Jawollo. Gut, wir gucken es uns an. So Leute, ich habe es ein bisschen sauber gemacht, jetzt erkennt man es auch ganz gut. Hier steht die Zahl 1942 drauf, darüber das Hakenkreuz, darüber der Vogel. Hier haben wir ein Tag der Polizei, Abzeichen von 1942. Jawohl, schöner Fund und erstes Abzeichen des heutigen Tages kann man machen. Wenn euch die Folge gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Es ist tatsächlich schon mal ein Abzeichen gekommen. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Vielleicht kommen ja noch ein, zwei schöne Funde. Mal gucken. Einen Meter nach dem Abzeichen, spannendes Signal, 74. Jetzt was Gutes, come on, was ist heute für ein guter Tag, bitte? Heute macht Laune Silber, dann eine geile Pfennigmünze, die ich noch nicht hatte. Und schöne Funde sind dabei. Ach, geil, hier macht Spaß zu suchen. Hier macht es richtig Laune. Ja, Suchgerät leise. So, hier ist es. Und nächster Fund, ui, es ist was, es ist was. Jetzt ist nur die Frage, ist es ein Knopf oder ist es was anderes? Ist es ein Blankoknopf oder ist da was drauf? Ja, schwierig zu sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Knöpfle. Gucken wir uns an, vielleicht erkennt ihr was drauf. Ich dachte zuerst, da ist was drauf, aber nö. Ist ein 0815 Blankoknopf, die Öse hinten ist auch weg. Ja, nächster Fund, ein Knöpfle. So Leute, nächster Wert ist relativ hoch. Ist ein 90er Signal. Was kommt denn mit 90 rein? Vermutlich Alumüll. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Vielleicht ist es ja auch was Gutes. Aber wenn wir es nicht angraben, würden wir es nicht wissen. Genau. So. Opa. Ach Gott. Das war auch schon mal leicht, ey. So, draußen ist es, oder? Ja, draußen ist es. Gut, hier ist es irgendwo. Ja, bitte kein Alu-Scheiß. Oh, es ist rund, es ist rund. Es ist rund, Leute. Es ist eine Münze. Eine Münze, jawollo. Was ist denn? Nee. Das nächste NSDAP-Abzeichen, oder? Nicht euer Ernst. Wir haben bereits auf der Fläche schon mal eins gefunden. Das ist das zweite. Ein NSDAP-Abzeichen. Also ich bin nicht rechts oder dergleichen. Aber so ein Fund ist schon seltener eigentlich. Und mich interessiert WW2 eigentlich auch nicht so. Aber ich finde es cool, weil rein optisch gesehen sehen die teilweise gar nicht mal so schlimm aus. Wenn man die Geschichte dazu kennt, natürlich extrem schlimm. Aber grundsätzlich, ja, gucken wir uns mal an.
So Leute, hier ist es auch schon. Unser nächster Fund ist ein Abzeichen aus dem Zweiten Weltkrieg. Fett drauf, die Swastika, das Hakenkreuz, ein sogenanntes NSDAP-Abzeichen. Ihr seht links ein Bild dazu mit schöner Emaille normalerweise, innen drin weiß, außenrum rot. Und da müsste in Schriftzug was draufstehen, genau. Aber schön. Ja, cooler Fund. Das zweite Abzeichen des heutigen Tages. Kann man machen. Ihr seht sofort, ich hole es raus aus der Erde und es wird sofort hell, weil es eben die ganze Zeit im Boden gelegen hat. Ja, okay, nächster Fund. Ein NSDAP-Abzeichen. Jawollo. So Leute, jetzt haben wir einen guten Wert. Jetzt haben wir einen schönen 63er, 74er Wert. Das müsste rein theoretisch was sein. Aber gut, bei den anderen Funden, wo ich dachte, es sei Müll, war es was Gutes. Und bei dem Fund, wo ich jetzt meine, es ist was Gutes, ist irgendwie Müll. Ah, aber jetzt ist es schon besser geworden auf jeden Fall. Hier ist es. Vielleicht haben wir jetzt was Gutes. Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall direkt dran. Und hier ist es auch schon. Ich sehe es. Was ist denn das? Was ist denn das? Ein Ringel. Ein Ringchen. Aber total unförmig. Das Teil wird wahrscheinlich vom Pferd sein, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich zeige es euch aber jetzt mal in nah. So Leute, hier haben wir diesen Ring. Es müsste ein Bestandteil von der Zugführung vielleicht sein, vom Pferd. Aber ja, total unförmig auf jeden Fall, wie man hier ganz gut erkennt. Manche würden jetzt sagen, typisches keltisches Ringgeld. Aber ich tendiere eher dazu, dass es zum Pferd gehört. Ja, unser nächster Fund. Genau. Ja, nächstes Signal ist hier. Das ist ein interessantes Signal. Schauen wir uns mal an. Zwischen 83 und 92 springt. Ja. Ja, interessant, weil es sehr leise ist. Ja, und vor allem hier ist es dran. Hier kommt es mit dem Gerät rein. Und es ist eine Münze. Es ist rund, Leute. Hä? Was ist denn das? Was ist denn das? Nächster Fund. Es steht drauf BJ. Ich denke mal, dass es eine Biermarke ist. Wahrscheinlich hat man dafür ein Liter Bier bekommen früher. BJ. Gucken wir mal die Rückseite an. Da ist nichts drauf. Nee, könnte tatsächlich eine Biermarke sein. BJ. Okay, interessant. Nehmen wir mit. Nächstes Signal. Direkt zwischen Wiese und Acker. Kommt mit 89 konstant rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist es? Das ist es. Ich sehe es. Ist es das? Nee, das ist es nicht, oder? Was sagt unser Gerät dazu? Unser Gerät sagt, es ist noch drin. Okay. Und jetzt kann man. Jetzt was richtig Geiles. Ui, hier ist es. Ui, was ist das? Es ist ein Flaschendeckel. Ah, ein Deckel. Und ich dachte schon, jetzt kommt der Heilige Gral. Was für ein schöner Suchtag. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Hier empfehle ich euch eine weitere Folge. Schaut dort gerne mal vorbei und ansonsten zwei Abzeichen. Geile Fläche, interessante Area. Hier gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Habe die Ehre, pfiat euch und Servus. Viel Spaß beim Sonnenuntergang.